Leon Löwentraut wird mit seinen 25 Jahren in der internationalen Kunstszene schon als Star gefeiert. Begonnen hat seine Karriere mit einer Ausstellung in München. 2013 hatte ich die Ausstellung in der Galerie Schmiede in München, welche meine allererste Ausstellung war, die ich jemals in meinem ganzen Leben eröffnet habe. Es war damals eine umgebaute Scheune. Und da hat alles angefangen und das war so dieses erste Feeling, wo ich gemerkt habe, was Kunst in mir auslöst. Auch 10 Jahre später stellt der Künstler aktuelle Werke in der Landeshauptstadt aus. Die Galerie Baumgartel in der Prannerstraße zeigt Leinwände, Zeichnungen, Skulpturen und Grafiken von Leon Löwentraut. Es sind meistens dargestellt Köpfe, Menschen, im Dialog, alleine, nachdenklich, nicht nachdenklich, fröhlich, inspirierend, aus der Leinwand sprechend, auf einen zugehend. Eigentlich das, was man in der heutigen Zeit vielleicht gerne hat, indem die Menschen mal wieder anfangen, miteinander zu sprechen. Lebensfreude und Fröhlichkeit vermitteln, das schafft Leon Löwentraut mit seinen Werken. Die Gemälde des Künstlers sind dabei nicht nur mit dem Pinsel gemalt. Wir haben eine aufgespannte Leinwand, die bekommt zuerst eine farbliche Fassung, vielleicht in Form des Hintergrundes. Und dann geht es los mit der Malerei. Bei ihm sehr pastos, sehr dick aufgetragen, direkt aus der Tube auf die Leinwand. Daher kommen diese starken Konturen, dieses aus der Leinwand erhaben wirkende und dadurch bekommen die Arbeiten auch eine schöne Tiefe. Mit seinen Arbeiten will Leon Löwentraut möglichst viele Menschen, gerade in seinem Alter, für die Kunst begeistern. Seit dem Tag in dieser Galerie war das dann für mich so, okay, ich glaube, die Kunst wird mein Leben bestimmen. Unter dem Motto Today and Tomorrow motiviert Leon Löwentraut nicht nur an heute, sondern auch an die Zukunft zu denken. Noch bis Ende September gibt es seine Werke in der Galerie Baumgartel zu sehen.